Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. In letzter Zeit haben wir uns wirklich einige Budget-PCs angeschaut, davon zwei APU-Systeme und eins haben wir ja sogar schon aufgerüstet mit der RX 6500 XT. Heute ist der andere PC dran, der 500 Euro Gaming-PC wird aufgerüstet und natürlich machen wir aus dem Teil eine richtige Gaming-Maschine. Denn auch ohne Grafikkarte hatte das Teil ja einiges auf dem Kasten, gerade E-Sport-Spiele waren echt kein Problem, an neueren Titeln wie Far Cry 6 beißen sich die APUs aber einfach die Zähne aus. Und es war ja von Anfang an die Idee, später eine Grafikkarte nachzurüsten. Damit es für euch nicht langweilig wird, gehen wir heute dabei aber ein bisschen anders vor. Es kommt keine Neuware wie zum Beispiel eine GTX 1650 oder RX 6500 XT ins System, sondern wir greifen auf gebrauchte Hardware von eBay zurück, da bekommt man einfach ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Was ich da genau bekommen habe, womit wir den PC aufgerüstet haben und was das Teil nach dem Upgrade so in den Benchmarks und Spieletests auf dem Kasten hat, das schauen wir uns in diesem Video an. Bevor es losgeht, gibt's auch heute wieder den Hinweis auf meine Homepage hardwaredeals.com. Gerade bei Budget-PCs macht's da wirklich Sinn, mal vorbeizuschauen. Hier findet ihr PC-Konfigurationen und Gaming-Laptops in allen Preisklassen, außerdem die besten Empfehlungen für Zubehör wie Gaming-Monitore und natürlich, wie der Name schon sagt, die besten Deals aus dem Bereich. Wenn ihr Fragen habt oder einfach ein bisschen über Hardware und Technik quatschen wollt, gerne auch mal bei uns im Forum oder auf dem Discord vorbeischauen. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Grundlage von dem System hier ist wie schon gesagt mein 500 Euro Gaming PC, den habe ich euch ja schon letzte Woche in einem Testvideo ausführlich vorgestellt, gerne auch mal da vorbeischauen, da gibt's die ganzen Benchmarks ohne Grafikkarte, ansonsten gibt's jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung davon. Die Idee war nämlich einen Gaming PC zusammenzubauen, mit dem man eine tolle Grundlage hat, um erstmal relativ günstig die meisten Spiele irgendwie spielen zu können und dann später, wenn mehr Geld vorhanden ist und im besten Fall auch noch die Preise ein bisschen gefallen sind, eine Grafikkarte nachzurüsten, um halt einen waschechten Gaming PC zu haben. Als Grundlage für das System haben wir uns daher für die aktuellste Ryzen Desktop APU von AMD entschieden, den Ryzen 5 5600G, der hat 6 Kerne, 12 Threads und bis zu 4,4 GHz Turbotakt. Außerdem basiert er auf der neuesten 7 Nanometer Zen 3 Architektur, ist also sehr ähnlich wie ein Ryzen 5 5600X, nur der Cache fällt kleiner aus und es wird auf PCI Express 4.0 verzichtet. Wir haben hier also einen starken AMD 6-Kerner und das eröffnet uns halt super viele Möglichkeiten beim Grafikkarten-Upgrade, denn je stärker die CPU, desto größer können wir später auch die GPU wählen, ohne da in den Flaschenhals zu laufen. Und mit 6 Zen 3 Kernen kann man später eben wirklich sehr dicke Grafikkarten in das System packen, ohne dass es da Probleme gibt. Über die iGPU haben wir ja schon im letzten Video ausführlich gesprochen, ist eine Vega 7, taktet mit 1900 MHz und viele Spiele laufen da natürlich in niedrigen Einstellungen wirklich flüssig mit. Der CPU stehen auch noch 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit 3600 MHz zur Seite, wir haben hier auf den Crucial Ballistics gesetzt und das Mainboard ist ein B550M Pro VDH von MSI, sehen wir auch nicht zum ersten Mal in einer meiner Konfigurationen. Es gibt einen kleinen, aber schicken CPU-Kühler von Ragintech, damit das System kühl und vor allem leise bleibt. Außerdem eine kleine SSD, wie groß ihr die wählt, ist euch natürlich und vor allem euren Geldbeutel überlassen. Genauso wie beim Netzteil, wir haben hier auf ein 500 Watt starkes System Power 9 von BeQuiet gesetzt, was für die meisten sinnvollen Grafikkarten-Upgrades ausreichend sein sollte. Wer unbedingt möchte, kann hier aber natürlich auch auf 600 Watt gehen. Wirklich brauchen werdet ihr das aber sehr wahrscheinlich nicht. Beim Gehäuse haben wir auf ein FSP CMT 150 gesetzt, hat 36 Euro gekostet und war halt eins der günstigsten Cases, was wir finden konnten. Hier kann man natürlich aber auch auf ein Gehäuse mit mehr Airflow setzen, da wäre meine Empfehlung aktuell das Silentium PC Ventum VT2, kann bei größeren Grafikkarten durchaus Sinn machen. Die ganzen Alternativen verlinke ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber zum großen Upgrade des PCs und zwar der Grafikkarte. Ich habe es ja im letzten Video schon ein bisschen angeteasert, hier kommt eine GTX 970 zum Einsatz, eine Karte, die man aktuell für um die 100 bis 150 Euro bekommt, je nach Geduld auf eBay bzw. Kleinanzeigen oder unserem Community-Marktplatz. Die GTX 970 ist immer noch eine sehr bekannte Karte, an die sich sicherlich viele von euch erinnern können, einfach weil es damals einige Kontroversen um den Videospeicher gab. Sie ist im Jahr 2014 erschienen, also fast 8 Jahre her inzwischen, da merkt man mal, wie schnell die Zeit vergeht. Könnt ihr euch eigentlich noch an das Teil erinnern und habt ihr, so wie ich, vielleicht sogar selbst so eine Karte gehabt? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ich bin wirklich gespannt.
Die Karte hat jedenfalls 1664 CUDA-Kerne, die in der Referenz mit bis zu 1178 MHz takten und eine TDP von gerade mal 145 Watt. Obwohl sie sogar schneller als das damalige AMD-Top-Modell, die R9290X war, die hat fast 300 Watt verbraucht. Die GTX 970 ist also selbst nach heutigen Maßstäben noch eine wirklich effiziente Karte. Und an dem Beispiel sieht man auch schön, wie weit AMD in der Zwischenzeit in Sachen Effizienz gekommen ist, denn damals hat das Vorurteil, AMD-Karten ziehen viel Strom, werden heiß und laut, schon noch irgendwie zugetroffen. Heute sind die AMD-Karten in vielen Fällen sogar effizienter als die Konkurrenz von Nvidia. Jedenfalls liegt die GTX 970 auch was die Preis-Leistung angeht noch ganz gut im Rennen. Sie ist zumindest auf dem Papier fast 20% schneller als eine GTX 1650, die kostet aktuell ja immer noch um die 220 Euro, also zumindest was das angeht sicher nicht die schlechteste Wahl. Wer noch ein bisschen mehr investieren möchte, dem würde ich die GTX 1070 ans Herz legen. Die bekommt ihr für um die 220 bis 250 Euro, ist mit ihren 8 GB Videospeicher zukunftssicherer und auch nochmal knapp 60% schneller. Fast doppelt so schnell wie eine GTX 1650, auch so eine Karte werden wir uns in nächster Zeit hier auf dem Channel nochmal näher anschauen. Jetzt hätte ich aber gesagt, schauen wir uns an, was der 500 Euro Gaming PC mit dem GTX 970 Upgrade so auf dem Kasten hat. Und natürlich vergleichen wir das auch ein bisschen mit der iGPU. Als erstes war 3D Mark Firestrike an der Reihe, da haben wir mit dem System jetzt einen Score von 10.595 Punkten erreichen können, davon 11.629 Grafikpunkte. Zum Vergleich, ohne Grafikkarte war es nur eine Gesamtpunktzahl von gerade mal 3.938 und ein Grafikscore von nur knapp 4.200 Punkten. Also wirklich eine ordentliche Steigerung für vergleichsweise wenig Geld. Und ich denke, das zeigt auch schon ganz gut, wo die Reise hingehen wird. Schauen wir uns erstmal die E-Sport-Spiele an, die sowieso schon liefen. Die laufen jetzt natürlich mit deutlich besseren Settings flüssig. Als erstes war Rainbow Six Siege dran, das läuft jetzt sogar in hohen Einstellungen flüssig. Im Benchmark haben wir so minimal 99 und durchschnittlich 127 Bilder pro Sekunde erreicht. Alle Spiele haben wir natürlich in Full HD-Auflösung getestet. Valorant auf hohen Einstellungen lief jetzt sogar mit durchschnittlich 360 Bildern pro Sekunde. Und Fortnite lief immerhin auf mittleren Einstellungen mit durchschnittlich knapp 110 FPS. Als letztes E-Sport-Spiel war dann noch Apex Legends an der Reihe. Auf hohen Einstellungen erreichen wir da durchschnittlich 62 FPS, auch hier könnte man die Settings aber natürlich auf Mittel runterstellen, dann sind es deutlich bessere Werte. GTA 5 lief auf der APU ja nur auf niedrigen Einstellungen, jetzt mit der GTX 970 können wir das Game sogar auf sehr hohen Einstellungen spielen und erreichen so durchschnittlich sogar 110 FPS. Shadow of the Tomb Raider war ja eins von den Spielen, die auf der APU gar nicht flüssig zum Laufen zu bekommen waren. Mit der GTX 970 sind es da jetzt auf mittleren Einstellungen immerhin 60 FPS. Warzone of Rebirth Island lief auf der APU ja auch überhaupt nicht. Die GTX 970 liefert hier zwar auch keine Glanzleistung ab, wahrscheinlich vor allem wegen der älteren Treiber. Mit durchschnittlich 75 FPS auf niedrigen Einstellungen ist das Spiel aber immerhin spielbar. Genau wie Far Cry 6, hier erreichen wir auf mittleren Einstellungen immer noch durchschnittlich 52 FPS. Und bei Forza Horizon 5 sind sogar auf hohen Einstellungen durchschnittlich 51 FPS. Wie gesagt, alles Spiele, die ohne die Grafikkarte zuvor, zumindest in Full HD, gar nicht flüssig zu spielen waren. Ihr seht also, gerade so ein Upgrade mit einer gebrauchten Grafikkarte kann durchaus Sinn machen. In meinen Augen zumindest aktuell deutlich sinnvoller wie Neuteile. Ich meine, der zeitliche Aufwand hält sich wirklich in Grenzen. Wenn man nur eine gebrauchte Grafikkarte sucht, dann sollte man wirklich relativ schnell fündig werden. Und man spart sich halt eine Menge Geld. Ansonsten, wie gesagt, schaut gerne mal bei mir auf der Homepage hardwaredeals.com vorbei und falls ihr Tipps oder Ratschläge braucht, natürlich auch zu solchen Budget-PCs, gerne auch mal das Forum besuchen. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video.